Berlin und die Todsünden des Tourismus hier. Meines Erachtens E-Bikes und E-Roller. Geht gar nicht, weil du es in diesem Zentrum der Stadtgeschichte so geballt hast, dass du so viel verpasst, wenn du auf so einem E-Teil hoppst und einfach mal vorbeipreschst. Ja? Ich habe ja das große Glück, mit einem Hund zu reisen, der kniekrank ist, sprich ich bin immer relativ geschillt und ruhig on Tour. Was mir folgende Highlights eingebracht hat. Ich musste mich hinsetzen, weil Fuße nicht mehr konnte, und saß am Bundestag und fing an, mit zwei Sicherheitsbeamten zu sprechen, zwei weiblichen Sicherheitsbeamtinnen. Und bei diesem Gespräch stellte sich heraus, die eine ist aus dem ehemaligen Osten und die andere aus dem Westen. Und plötzlich fingen die an zu schwärmen von dem Tag, an dem die Mauer fiel. Die eine hatte Tränen in den Augen, wir hatten alle Goosebumps, don't even know the Jim Wood, Gänsehaut, Gänsehaut. Und wir standen da fast keine Stunde und zelebrierten deutsche Geschichte ohne. Ich habe noch gedacht, das müsste man eigentlich aufnehmen. Das ist YouTube. Ja, ich habe mich so beschenkt gefühlt, das in real zu erleben, als einzigste Zuschauerin dieses Gespräch belauschen zu dürfen, wie die zwei Berlinerinnen sich ständig ins Wort fielen und erzählten, wie das damals war. Ja? Dann laufe ich mal so nett von der Siegessäule zum Brandenburger Tor. Echt, das ist gar nicht so wenig weit. Da wünscht man sich vielleicht manchmal einen E-Roller, aber letztendlich ist das eine sehr geschichtsträchtige Ecke. Ja, ne, der Todesstreifen auch. Ich finde, man sollte ihn langsam gehen. Meines Erachtens sollte man ihn auch schweigend gehen und das mitkriegen, wo man dort ist. Wird die ganze Straße abgesperrt? Weil mal wieder irgend so ein Abgeordneter oder ein Nationalvertreter eines anderen Landes, ich weiß noch nicht mal was, ja, da reinkam. Also Polizei auf Kombi, noch was. Und dann eben eine große Reihe von Limousinen, die dann abbiegen zum Schloss Bellevue. Ja. Berlin, ja, hätte ich diesen E-Roller gehabt, hätte ich das nie mitgekriegt. Ne? Dann klar, diese Highlights, die ich dann gezielt angesteuert habe, aber ich gehe natürlich dann ins Admon, ja, weil es einfach Spaß macht, im Admon so ein Espresso zu trinken oder ein Cappuccino zu trinken. Da muss man mal rein, auch wenn man das Doppelte bezahlt. Ich finde, das ist das Dreifache wert, weil die Leute haben noch was drauf, wie man wirklich elegant bedient, und dieser Service ist es sowas von wert hier. Komm raus von Admon. Und dann ist da der Double von Angela Merkel mit wahnsinns Sicherheitsaufkommen drumherum, und die führt ein Interview vom Brandenburger Tor. Ich war kurz davor, mich da vorzustellen mit meinem kleinen YouTube-Kanal und sie im Hintergrund zu haben, um ein bisschen mit Sicherheitspersonal ein Interview zu machen. Und das Coolste sind dann immer die ganzen Touristen, die sagen, ist das die echte? Wo ich denke, ja klar, zwei Sicherheitsbeamten rechts und links, und das ist die echte. Nebenbei ist das Double schlanker, aber die hat natürlich auch nicht so viele Festessen wie das Original. Also einen großen Spaß, Leute, egal wo ihr hingeht, erlebt die Städte mehr alleine. Das merke ich, ist so schön, wirklich schweigend deine Stadt zu genießen. Erlebt sie mal verlangsamt, das ist übrigens dieses Geräusch, ist hier die Fahnen an den Masten. Ja. Erlebt sie mal mehr schweigend. Und das Neueste, was ich echt mache, ist eine Stadt zu fragen, wenn du ein Mensch wärst, was wärst du für ein Mensch und was wäre deine Botschaft? Venedig war zum Beispiel wirklich eine Frau im Ballkleid. Ne? Und als Tourist hast du dich so ein bisschen gefühlt wie die Ratte, 5 Etagen unten drunter. Venedig ist sowas von erhaben. Die Touristen erreichen die Schönheit dieser Stadt nicht. Berlin ist mehr so eine Frau, die die Arme hochgekrempelt hat, mal kurz in die Ecke spuckt und anfängt zu arbeiten. Ja, das hat sowas. Das muss nicht unbedingt schön sein, das muss fertig werden. Und hier kann man auch, ne, das ist nicht auf extra, aber ganz natürlich hat sie ein bisschen alten Schmuck, den sie manchmal anzieht, die süße Großstadt Berlin. Aber im Großen und Ganzen wird hier geschafft. Und
war es weggerockt. Und ich habe Berliner gefragt, was sie sagen würden, was ihre Stadt sagt. Und die haben so gesagt, so, was willst denn du? Ja, also diese Easiness von passt schon. Ne? Also meine große Einladung, geht nicht in Gruppen durch eine Stadt. Geht erst recht nicht mit einem Touriführer, weil der labert euch ja nur die Ohren voll und ihr macht 15.000 Bilder und am Schluss seid ihr nur geflasht, aber ihr hattet eigentlich keinen Kontakt mit der Stadt. Geht und lasst euch von diesen Städten mal entführen. Erlaubt der Stadt mal, euch zu überraschen, an Orten herauszukommen. Zum Beispiel bin ich durch den Tiergartenpark gelaufen, habe mich herrlich immer mal wieder verlaufen. Natürlich, überall sind fette, fette Straßen, also wirklich verlaufen tust du dich nicht, aber man kann Kilometer hinter sich bringen. Auch musste ich mal wieder kapieren, dass der Tiergarten ja im Westteil liegt und den Teil, den ich sehen wollte, nämlich der reale mit Tieren drin, im Ostteil liegt, also nicht der Zoo, nämlich im, ich weiß gar nicht, wie er dann heißt, der große, ich dachte eben, er heißt Tiergarten, aber das Ding, was ich gefunden habe, ist im Westen und ist ein wunderschöner Park. Ja, also das sind auch wunderschöne Überraschungen, wo man als Touri über sich stolpert und über, genau, an Ecken rauskommt, die man nicht gedacht hat und die Stadt einen überrascht. In der Hinsicht, gönnt euch das, gönnt euch mal zu stolpern. Ich hatte mit ganz tollen Nasen Kontakt, weil ich an der Spree saß, weil Fuße natürlich mal wieder eine Pause brauchte. Und habe mit diesen Luxus-Yachten gesprochen, die ich eigentlich verachte, wo ich sagen würde, boah, wie ätzend. Aber wie ich dann die Leute kennengelernt habe, habe ich gedacht, ach ja, es sind eigentlich auch nur Camper. Auf dem Wasser eben, ne? Haben die gleichen Wassertankprobleme und so laufen da und müssen da noch ein bisschen rumfunken. Ja, es macht so Spaß, Plattitüden abzubauen. Es macht so Spaß, mit den Leuten zu reden, die man bisher verachtet hat. Ob sie nun auf irgendeiner Demo sind oder auf einem Luxusbrötchen, konfrontiert sie und ladet sie zum Kaffee ein. Tschüss!